been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Dead Space hier bei mir auf dem Kanal. Und mir ist gerade die Noriko gefolgt. Hallo Chrissy. Und das wird eklig. Alter. Ich dachte, wir können jetzt mit der reden, Alter. Ich dachte, es kommt eine Sequenz oder irgendwas. Die schnellt tut sie ihm dann Bauch aufschlitzen und dann schneidet sie sich selber die Kehle durch. Was für ein abgefahrenes Scheißspiel, ohne Witz. Komm ich da rein? Kann ich die wenigstens mal noch looten? Das ist schön. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Sitz. Scan the Rick. Ha. Da ist ein Speicherpunkt. Endlich. Endlich ist da ein Speicherpunkt. Dr. C. Mercer. Da müssen wir hin. Speicher. Wir speichern aber erstmal. Das ist ja in Relief. Speichern ist abgeschlossen. In der Leichenhalle. Oh, das ist eine Stasisstation. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Lade ich noch kurz auf. Ich achte nicht auf die Wände. Ist man so nicht gewöhnt bei Spielen, ne? Dass man hier irgendwie sich auftanken muss. Deswegen achte ich da aber nicht drauf. Muss ich mal aktiv drauf achten. Oha. Was ist das denn? Okay. Notfallabriegelung hat funktioniert. Krass. Das Ding fällt auseinander, das Schiff hier, ne? Oh geil, hier ist eine Dings. Eine Energiezelle. Ich hasse dich, Dreckvieh. Die Energiezelle nehmen wir natürlich, packen die da drüben in den, in den davor gesehenen Schlitz. Und da geht es dann auf weiter zur Leichenhalle. Kapazität für Leichenlager. Aha, Fahrstuhl. Hamlo, Doggy. Hechelt und wedelt mit dem Schwanz. Oh Gott. So, O2. O2 kennst du, aber wir brauchen die Karten. Credits. Ah, Isaac ist ein bisschen aufgeregt, der pumpt das Herz. Was gesehen, ja, Credits. Die Leichenhalle erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. 2 und 7. It's time. Da steht überall, it's time, it's time, überall, it's time, it's time. Was ist denn die Time? Okay, was gibt's hier noch alles? Kaffeebecher. Ein Textlog. Ein Impulsprojektilgerät. Und da sind wieder Hundeschalen. Hier Hundefutterschalen. Ich check mal, wo wir lang müssen. Da. Hier ist schon wieder Sicherheitsstufe 1. Das geht mir um den Keks. Echt. Munition. Mal auf die 1 wechseln kurz, mal nachladen. 48 Schuss haben wir für die.
173 für die andere. Ein bisschen was haben wir's. Ein bisschen was haben wir wieder. Alles gut. Attenzione! Attenzione! Italienisch? Oha. Böse, jetzt wird er stärker, stabiler als ich. Wow! Wow, was ist raus? Ah, ich bin hier festgekält. Nein! Nein! Der erste Tod. Nach 3 Stunden und 18 Minuten der erste Tod. Nein! Aua! Ich war festgekeilt in der Ecke, das kann man mir jetzt nicht anrechnen, den Tod, dummerweise. Scheiße. Ganz scheiße nochmal, wahrscheinlich. Ich dachte, mit dem Captain wäre es dann erledigt gewesen. Aber nein. Okay. Denk dran, das Zeug mitzunehmen hier, das brauchen wir. Das brauchen wir, Stasis-Zeug haben wir noch. Na ja, gut, wo gab's noch was? Hier. 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 Die Sicherheitsstufe, das geht mir so auf den Keks. Keine Ahnung, was das soll. So ein Stase-Pack. Kann ich dieses Stase-Pack auf irgendein Dings legen, sag mal? Auf ein. Ich kann es nur benutzen. Dass man es irgendwie schnell verbrauchen kann, weißt du? Da muss man mal gucken. Dass ich es mir ins Inventar muss, wenn ich das aufbrauchen will. Weil es war eben nämlich auch alles blöde Stasi-Dünns. Hier ist nochmal Plasma. Warum vorhin Credits jetzt hier Plasma? Aber das hier ist mal neu berechnet, scheinbar. Okay, auf geht's. Autopsie. Wir kommen! Captain! Captain, hallo! Lebst du noch? Ich habe deinen Rücken, den will ich mal angucken. Ja, 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 ja. Schon eklig. Schon eklig. Es ist schon eklig. Und dann kotzt er dir aber voll in die Fresse. Lebt er immer noch? Wow. Ah.
Ah, ich konnte. Sieh mir auf die Beine, sagt der Chat. Das stimmt natürlich, das ist eine gute Sache. Fuck die fuck, Alter. Ach, ich gehe einfach. Ich flieg einfach wieder nach Hause. Was soll das hier? Was soll das? Soll ich selber um ihr scheiß Chef kümmern hier? Schweine da. Na? Warum geht das? Warum krieg ich's nicht? Warum? Ach. Na, das gibt's doch nicht. Jetzt. Okay, dritter Versuch. Hier ist noch ein Audio-Textlog, das lesen wir nachher. Ich, beim Rausgehen lesen wir das. Habe ich überlegt. Weil ich will jetzt erstmal das eine durchziehen. Gibt es hier was zum Speichern? Scheinbar nicht, ne? Jetzt mal die Sachen neu einsammeln, ist auch blöd. Ja, ähnlich wie Schildi, das stimmt, ja. Er war nicht schlecht. Die Schildi gestern. Wir haben gestern bei Forrest eine Schildkröte gesprengt. Das war echt lustig. Also eigentlich nichts, man lacht da nicht drüber, ne? Das ist ja, ja und so. Aber irgendwie war es doch lustig. Aber irgendwie auch nicht. Naja, wie man das so nimmt. Gut, wir probieren es nochmal. Ich versuche mal die Sequenz zu überspringen. Das ist der Nachteil an dem Aufnahmemodus, den ich gerade fahre. Ich kann es nicht schneiden für euch. Tut mir leid, bei YouTube. Kann ich es überspringen irgendwie? Nee. Sinn, aber das hat hasta la vista, baby! Geil. Puh! Ja, Mann, ich wurde schön durchgenudelt hier. So, ich war ja ausgeblendet die ganze Zeit. Wahrscheinlich war mein Gesicht ganz so ausgesehen. Isaac, wie ist dein Status? Hast du den Rate des Captains? Verdammt! Ich übermittle jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Captains in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Chen passiert sein. Gott. Vielleicht finden die was im Hauptrechner. Wo ist Daniels, wenn man sie braucht? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Da ist es sicherer. Wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. Oh, endlich. Oh, endlich haben wir die Freigabe. Jetzt muss ich die ganzen Räume nochmal durchgehen jetzt hier. Alter, wir werden 2 Jahre hier spielen, ne? Sicherheitsfreigabe, Bordarbeiter, du kannst jetzt Türen, Spinde mit euren Freigabe öffnen. Das ist aber schön für mich. Ich freue mich.
Ich möchte gern duschen gehen hier. Was mach an hier? Was steht da? Da liegt noch ein Stückchen von jemand anders. Alter, das ist ein ekliges Spiel. Okay. Ich hatte wieder auch was gesagt, ne, Gabriel? Ja. Ja, aber Videosequenzen. Der Chat sagt, ich glaube, eine Videosequenz. Als Anmerkung, weil ich hier ausgeblendet war, aber es stimmt ja. Blende mich da immer aus. Jetzt kann ich hier rein. Notaufnahme. Aber hier war noch ein Textlog. Sollen wir uns ja nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob wir jemals alle lesen können. Aber die, die wir finden, können wir ja lesen. Logbuch der Krankenstation Dr. Domus. Rechtsmediziner. Meldung eines Todesfalls auf dem Schiff betreff Captain B. Mattis. Es ist meine bedauerliche Pflicht, Captain Benjamin Matthews offiziell für tot zu erklären. Die Berichte über den genauen Umständen seines Todes sind widersprüchlich und müssen von den Ermittlern nach unserer Rückkehr geklärt werden. Ich werde mich auf den Zustand des Leichnams beschränken. Die Person befand sich in einem für ihr Alter allgemein guten Gesundheitszustand, obwohl die oberflächlichen Bluttests darauf hinwiesen, dass seine Leukozytenanzahl sehr niedrig war, wobei insbesondere die Eosinophilien fast nicht vorhanden waren. Bei der körperlichen Untersuchung von dem Flug wurde keine derartigen Probleme festgestellt, was auf ein schnelles Eintreten der Krankheit hindeutete. Doch scheint dies keinen Einfluss auf seinen Tod gehabt zu haben. Mehrere Prellungen an den Armen und Händen deuteten auf kurzen Kampf vor dem Tod hin. Leichte Prellungen um den Brustkorb lassen vermuten, dass er gefesselt war. Wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Die Todesursache war ein einzelnes, langes anhaltendes Trauma des Augenkörpers, das sich durch die Wand der Augenhöhle bis in den Frontallappen fortsetzte, sowie ein rasches Neutronentrauma. Neurotrauma, das seinen Krampfanfall und den Tod verursachte. Okay. Der Eintrittswinkel in die Augenhöhle zeigte, dass die Verletzung nicht selbst zugefügt wurde. Für die Untersuchung musste das Objekt entfernt werden, um die Todesursache zu bestätigen, aber es wurde für eine weitere Analyse durch die Ermittlungsteam aufbewahrt. Wir müssen vorläufig davon ausgehen, dass es sich um einen nicht natürlichen Tod handelt. Achso, er hat ja irgendwas in der Augenhöhle stecken. Ja, logisch war es kein natürlicher Tod. Zu beurteilen, ob es sich um einen vorsätzlichen oder einen unfallbedingten Tod handelt, liegt nicht in meiner Zuständigkeit. Okay. Dr. Wu. Unity is forever, death is only the beginning, keep us whole. Okay, das ist ein Spruch oder was von den Unity-Typen. Ontology, Ontologen, wie die heißen. Günther. Okay, haben wir es gelesen? So, wir können. Aber eigentlich müssen wir so rum zurück. Ja, wir müssen jetzt da lang. Aber jetzt haben wir natürlich die höhere Sicherheitsfreigabe, gell? Kann nicht sein, dass wir jetzt irgendwelche Räume reinkommen, in denen wir vorher nicht reingekommen sind. Ach, ist doch zum Kotzen. Nutzt mal schnell in den Fahrstuhl. Okay. What? Hi, Jack. Ich bin hier. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Shimura-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung Aegis 7. Oh Gott. Ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorail-Station ist offline. Außer, warte. Hier. Geh zurück zum Flugdeck, ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum. Okay. Oha. Geh jetzt zur Sicherheitsstation, das wollten wir gar nicht. Wir wollten... Ich versteh's gar nicht. Okay. Ich wollte eigentlich nur den Scheiß einsammeln hier, Mann. Was denn los? Oh, hier ist der Höhlenbruch von vorhin.
Das ist ja blöd jetzt. Das passt mir gar nicht. Ich wollte eigentlich nur die Türen einsammeln. Nee, das bin ich. Ich hole. Warte mal. Das ist ein. Ja, wir müssen da jetzt. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Wir müssen gucken. Haben wir denn nicht eine Map gehabt, sag mal? Verschlossen, Dr. Mercer, da kommen wir nicht durch. Speicherpunkt, na guck mal. Den werde ich mir mal gönnen, ganz kurz. Abgeschlossen. Ach so, alles klar, danke, Trick. Er zitiert ein bisschen die Unitologen. Finde ich gut. Stase ist voll. Hier ist kein Raum mit Sicherheitsfreigabe. Aber da waren da ganz viele Räume noch, die wir nicht aufgekriegt haben. Nur wenn denn. Ja, ist dann so die Frage, wo die waren, ne? Hier ist 2. Hier war, glaube ich, einer, ne? Ja. Ich glaube, dass die Tür war auf jeden Fall verschlossen. Klinik. Das ist richtig? Ja. It's time. Hab ich schon eingesammelt hier? Freigabe bestätigt. Geil. Ein Knoten. Das ist gut. Das trifft sich. Hab ich eh gesucht. X. Und hier lang. Oh, hier brennt alles. Burn, baby, burn. Dadurch. Speicherpunkt. Guck mal, zum Store gehen. Ich bin ein Store-Kauf. Was zum Verkaufen für dich? Oh ja, 3000 sogar. Guck hin. Ist die wert. Achso, dann muss ich die Werkbank haben und dann kann ich die Waffe upgraden. Okay, cool. 12.000 Credits. Im Moment kann ich ja nur die Knoten kaufen, alles andere sammelst du ja, das ist ja Blödsinn. Wir spielen ja jetzt nicht auf hier extrem hart, wo du sowas in Anspruch nehmen musst. Also würde sich höchstens so ein Knoten lohnen. Wir brauchen erstmal als nächstes eine Station hier, eine Upgrade-Station, hier so eine Werkbank. Brauche ich mal als nächstes. Ich kaufe aus mal nix. Der Anzug hat effektiv was gebracht, ne? Aber der alles andere weiß ich nicht. Die Knoten werde ich mir dann vielleicht gönnen. Dann brauche ich auch noch ein bisschen Kohle mehr, ein bisschen mehr Credit. Dass der nicht hüpfen kann, bin ich blöd. Ich drücke mal Leertaste zum Hüpfen. Okay. Ist auf dem richtigen Weg. Oh, guck mal, der hat Beinzuckung. Guck mal, so sieht's aus, als wenn die Hand der an die Brust fassen würde. Und die hat Beinzuckung. Screenshot. Ja, von der habe ich die Waffe, ich weiß. Was weiß ich noch. Abregung haben wir überbrückt. Wir müssen jetzt, glaube ich. Nicht dein Ernst, echt? Und da sind noch so viele Räume gewesen mit Sicherheitsstufe 1, gell? Wir müssen kurz auf die Map gucken.
Ne, sie hat Stufe 2 jetzt hier noch. Ja, gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Ja, komm. Keine Ahnung, wie und was. Aktuelle Krankenstation. Es soll also lange dauern, wenn wir jetzt nochmal komplett alles durch abrennen würden. Wir müssen jetzt zum Hangar, Fracht, Monorail-Steuerung. Gesperrt, gesperrt. Wir können nur dahin. Hauptziel. Ach so. Der Chat schlägt vor, ich soll lieber jetzt nochmal reingehen. Weil die Encounter ja nachspawnen. Ja, komm, wir machen was. Ist aber blöd, weil es jetzt in der Story ein bisschen hängt. Aber ist halt scheiße mit diesen Sicherheitsfreigaben, ne? Hier sind wir reingekommen. Ich weiß, ob es hier noch eine Kiste gab. Oder einen Schrank mit Sicherheitsfreigabe, das weiß ich nicht mehr. Flugdeck. Geh die Scheiße nicht auf. Und das? Eine Fledermaus oder was? Oha. Ich drücke recht zurecht im Dings, ne? War das nur ein Vieh hier drin? Hat sich auf jeden Fall gelohnt jetzt wieder. Krass, wie viel Munition und Zeug. Aber ich habe überhaupt Munition verballert in der Zeit. Muss man immer sehen, ob sich das lohnt, ne? Das ist immer so eine Sache. Ist alles aus hier drinne. Die ist nachgeladen, die nachladen. Okay. Weiter. Oh. Wo ist das Vieh? Oh, ist das eklig. Ist das eklig? Ich sehe es nicht. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I. So, das war am Ende angekommen von der Folge und ich hoffe, wird für